Na gut, dann wollen wir jetzt das Ganze nochmal machen. Also, Heilung. Wunden auf Mürren. Auf Gerugon. Und auf Gwendlin. Die Götter seien verflucht. Hätte Jarlen das nur nicht versucht. Das Kurieren der Wunde misslingt. Und Gwendlin erkrankt an Wundfieber. Das ist... Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Das ist jetzt... Und wir können jetzt bestimmt nicht Talent anwenden. Das bringt eh nichts. Laut Kristallforum geht das gar nicht. Es geht nur beim professionellen Heiler. Wenn der nicht verbuggt ist. Wir haben jetzt hier noch ein paar Goblins. Die werde ich jetzt aber erstmal ignorieren. Ich laufe jetzt ganz einfach hier raus. Schleppen wir uns nach Orkanger. Laufen hier zum Heiler. Und jetzt teste ich mal, ob, wenn man die Krankheit nur einmal bekommen hat, ob man die dann heilen kann. So, die Krankheit ist ja noch im Anfangsstadium, also ist hoffentlich nicht allzu teuer. Gwendlin, Wundfieber, 54 Silberstücke. Irgendetwas ist schiefgegangen. Irgendetwas ist schiefgegangen. Zar sei Dank. Gwendlin ist wieder völlig in Ordnung. Okay, es ist allgemein wohl schwierig zu heilen. Jetzt haben wir 3 Versuche gebraucht dafür. Das heißt, wir können jetzt wieder zurück in das Goblin-Lager. Wenn das denn so einfach ist. Also reisen wir jetzt nach Feldstein. Hoffentlich finden wir unterwegs die Höhle wieder. Das heißt, wir sollten auch Mürrem vorschicken. So. Können wir jetzt wieder Wunden heilen, Gwendlin? Nee, können wir nicht. Wie schaut es bei den anderen aus? Mürrem braucht noch Heilung. Tirik könnte auch noch eine gebrauchen. Ja, Mürrem und Tirik. Mürrem? Nö. Haben wir Tirik schon gemacht letztes Mal? Nö. 8 Trefferpunkte, sehr schön. Achso, und sie selbst bräuchte auch noch etwas Heilung. 1, 2, 3. So, das reicht. Und Wachen aufstellen sollten wir auch noch. Tirik kann ja ruhig Wache halten, er ist ja nicht krank. Gwendlin ist aber krank. Also, Mürrem, Tirik, Gerugon. Kräuter suchen, Jarlen, 3 Stunden. Gwendlin hat großen Hunger. Oho, ja, stimmt, die Ration, da war was. Eine dahin und gleich essen. Also müssen wir die Wachen nochmal umstellen. Gerugon, Tirik, Gerugon und Mürrem kann etwas Essbares erlegen. Sehr schön. So, du kriegst eine Ration. Du hast noch, du kriegst auch noch eine auf Vorrat und Gerugon bräuchte noch eine. So, und jetzt aber schlafen. Weiterreisen. Und hier müsste jetzt eigentlich irgendwo die Höhle kommen. Genau. So, nachdem wir jetzt 2-mal durch Wundfieber aufgehalten wurden, gehen wir jetzt hier weiter. Und mit etwas Glück, vergesse ich nicht, dass wir nicht in das Loch greifen sollen. Nein, das meinte ich gar nicht. Mit etwas Glück ist die Schatzkammer jetzt nicht buggy oder vorhanden. An der Decke hängen mehrere seltsame Gebilde. Wollt ihr sie euch ansehen? Die hatten wir vorher auch noch nicht gesehen. Also, ja. 10 wütende, aufgeschreckte Fledermäuse. Als die sich die Gebilde entpuppen, segeln nur knapp über den Kopf und vorüber in die Finsternis. Okay. Haben wir also letztes Mal nicht allzu viel verpasst? So, 4 Goblins. Du gehst erstmal weg. Abwarten. Und jetzt können wir Computerkampf machen. Zack. Keine Magie. Und rauf da. Etwas Gutes hat es ja doch, dass Tirik verbuggt war.
wir haben jetzt das ganze Geld nicht verloren. Weil das war ja extrem viel, das wir in den Heiler da reingepumpt haben. Der wird davon 10, 20 Jahre leben können von den ganzen Dukaten. Ja. Aber so oder so sollten wir ein wenig darauf achten, dass wir mehr Beute mitnehmen. Auch wenn das dann immer nur ein, zwei Dukaten wert ist, das läppert sich mit der Zeit. Und inzwischen können unsere Helden ja auch ein wenig mehr tragen. Und der nächste Levelaufstieg ist ja nicht mehr allzu weit weg, wenn ich mich richtig erinnere. Und da können wir dann nochmal ein paar Punkte auf Körperkraft setzen. Denn wir brauchen, wie gesagt, zweimal Schuppenpanzer, das sind schon 200 Dukaten. Wir brauchen neue Kräuter, wir brauchen auch noch einen Zweihänder für Girogon. Da findet sich schon immer was. So. Wer ist überladen? Tirik ist überladen. Girogon kann auch 75 Unzen. Aber sonst ist keiner belastet. Schön, schön. So, das war Goblin-Gruppe Nummer 1. Hier war noch eine zweite. So, hier war die kleine Nische. Hier ist nichts. Hier waren zwei Goblin-Krieger tot auf dem Boden. Warum auch immer. Aber wahrscheinlich streiten die sich untereinander. Wie sich das für Goblins gehört. Und für Orks. So. Jetzt nur noch hinten die Ecke. Dann müsste hier gleich die Schatzkammer kommen. So, du stellst dich bitte mal so hin, dass Talan nicht durchkommt. Computerkram. Nein. Jetzt kann sich Talana durchwursteln. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Das dürften wieder drei Schwerter sein. Wobei ein Schwert, ich glaube, 10 Silberlinge wert war. Das heißt, pro Goblin ein Schwert, pro Goblin eine Dukate, das ist doch in Ordnung. Wenn wir denn irgendwann mal wieder einen Waffenhändler finden. Ich kann mich erinnern, dass da was war, dass wir mehrere Dörfer abklappern mussten, bis wir dann endlich mal unsere Waffen losgeworden sind. Das wird jetzt hoffentlich ein wenig besser laufen. So, Säbel. Helme nehme ich nicht mit, weil die sind nur aus Leder. So, ist jemand überladen? Komischerweise nicht. Das hier ist wohl das Säbel. Da ist noch ein Säbel. Ja, doch, schön, schön. Weiter. So, Myrrhem ist jetzt doch ganz schön angeschlagen. Die ist mal ein Wirselkraut. So, und du versuchst nochmal Gwendolyn zu heilen. Ne, nicht lange noch her. Dies ist offensichtlich die Schatzkammer. Die der Goblins. In einer Ecke liegt ein kleiner Haufen funkelnder Silberstücke. Ich würde nur gerne wissen, in welcher Ecke. Computerkampf? Nein. Aber das werden wir gleich sehen. Wenn die Goblins ja alle tot sind, gehen wir einfach nochmal alle Ecken ab und hoffen, dass diesmal dann eine Nachricht auftaucht. Oh, oh, nicht Talana hauen. Komm schon, Tirik, link die Goblins ab. Gut so. Komm schon, ihr haut da zu dritt auf einen Goblin ein. Der muss doch schneller sterben. Ihr müsst den anderen helfen. Ah, die sind ein bisschen zäher als die restlichen Goblins. Kein Wunder, die sind auch, das sind die harten Goblins, die die Schatzkammer bewachen. Anscheinend wirklich, denn der Goblin, der gerade gestorben ist, hat locker 13, 14 Trefferpunkte ausgehalten, bevor er umgefallen ist. Sonst sind Goblins ja schon fast One-Hit-Wonder. Also mit 8 bis 10. Also hier in DSA 1. Eigentlich haben die ja wesentlich mehr. Also im Pen and Paper. Komm schon. Aber Talana hält sich beachtlich gut. Also wirklich viel Schaden hat sie noch nicht bekommen. Aber wir haben auch... Oh, ich hätte es nicht sagen sollen. Aber wir haben ja auch darauf geachtet, jedes Mal, wenn sie ein Level-Up hatte, die Kampffertigkeiten bei ihr zu erhöhen. Also Stäbe und Speere. Und immer alles auf Parade zu setzen. Das heißt, sie wird zwar so gut wie nie treffen, aber das soll sie auch gar nicht. Dafür hat sie ja ihre Zauber, wenn es mal eng wird. So, wir haben Lederzeug und wir haben Säbel. Die Säbel kommen auf jeden Fall schon mal mit.
Beim Lederzeug bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viel die wert sind, aber nehmen wir die auch einfach mal mit. Nein, keiner soll was wegwerfen. Eine Dukate, 5 Silberlinge. Das sind also 15 Silbertaler. Das kann nicht der Haufen sein. Das kann echt nicht der Haufen sein. Aber es ist der Haufen. Menno. Na gut, gehen wir die letzte Ecke nochmal ab. Eine Hand, ein Loch in der Wand. Wollt ihr hineingreifen? Nein, wollen wir nicht. Hier ist eine Sackgasse. Nein, wir wollen immer noch keinen Wundfieber bekommen. Danke. Hatten wir schon zweimal. So, damit wäre jetzt diese Goblinhöhle abgehakt. Raus hier und auf nach Toss. Und unterwegs möglichst das Lederzeug, die Säbel und die Schwerter verkaufen. Feldstein, bei Nacht. Wie spät haben wir es? 22 Uhr. Gut, dann gehen wir in die Herberge. Nein, nicht zum Erz und Stein. Wir wollen eine Herberge. Und am nächsten Morgen gucken wir uns den Händler hier im Dorf mal an. Wir hätten gerne eine Suite. Eine Nacht. Und einmal ordentlich essen und trinken. Und schlafen. So, ein Händler da unten. Ich hoffe mal, es ist ein Waffenhändler. Oh, Islaifs Olgarsson. Ein alter Mann tritt aus dem Haus und fuchtelt mit einem Knüppel in der Luft herum. Was wollt ihr schon wieder hier? Elendes Pack, schert euch fort. Nachdem er euch noch ein paar Verwünschungen mehr an den Kopf geworfen hat, wirft er die Tür wieder ins Schloss. Warum ist denn der so sauer auf uns? Also ja, wir waren hier schon mal bei ihm. Aber warum nennt er uns, Elendes Pack? Also es war einer der ersten Nachfahren von Hügelig, die wir aufgesucht haben. Und wir treten ja meist recht barsch auf. Also wir wollen mal mehr Informationen und so weiter. Vielleicht fand er das nicht so toll. Na gut, eigentlich wollte ich ja auch zum Händler. Der war aber ein Haus weiter. Schlauer Masker. Hallo, Schlauer Masker. Du kaufst nicht zufällig Schwerter und Säbel und so Zeug? Wo ist das Lederzeug geblieben? Nee, ernsthaft, wo ist das Lederzeug geblieben? Ah, da. Nö, kauft sie auch nicht. Oh, der Ring ist 27 Silberstücke wert. Und er war nicht magisch. Also eventuell sollten wir noch verkaufen. Aber gut. Wir sind jetzt noch in Orkanger. Nee, in Feldstein. Feldstein? Wieso sind wir in Feldstein? Och nö. Weil wir aus der Richtung in die Höhle gegangen sind, sind wir zurück nach Feldstein gereist. Orks. Viele Orks. Da werde ich jetzt keinen Computerkampf machen. Also das Glück unseres ist uns echt nicht hold. Also dass Yallin Gwendolyn die das Wundfieber angehängt hat, das ist schon mal sehr übel gewesen. Deswegen mussten wir jetzt schon zickzack laufen und Geld ausgeben und hast du nicht gesehen. Und jetzt werden wir noch von Orks aufgehalten. Und wir haben nicht genug Platz im Inventar, um deren Waffen später auch noch mitzunehmen. Also es ist eine Lose-Lose-Situation. Und das sind auch noch Orks, die ein bisschen was aushalten. Die 8 Trefferpunkte von Tirik haben gerade nicht gereicht. So, sichern. Alle werden umzingelt und können ihre Fernkampfwaffen nicht mehr einsetzen, richtig? Sie hat eh schon Säbel in der Hand. Na gut, Angriff auf den Angeschlagenen. Du, Angriff auf den. Komm schon, wir müssen jetzt möglichst schnell ein paar umbringen. Ne, du sollst sichern. So, du haust weiter den. Aggressiv. Und der erste flieht, sehr schön. Du bleibst stehen und du schießt auf den da. 10 Trefferpunkte und der flieht hoffentlich gleich. Gleich nochmal. Du haust den, der eigentlich fliehen sollte. Und er ist tot, sehr schön. 12 Trefferpunkte reichen also. Sichern. Das geht mit der Tastatur wirklich wesentlich schneller.
Ups. Beweg dich erstmal dahin und schieß dann. Aber ja, mit der Tastatur geht es doch einigermaßen flüssiger als mit der Maus. Denn mit der Maus ist es immer so ein Heckmeck, die richtigen Felder zu treffen. Hier habe ich halt nur die Pfeiltasten. Aber da geht nicht allzu viel schief. So. Sehr schön. Du sicherst. Du haust. Ja, nur noch 4 Orks. Das dürfte auch ein paar Erfahrungspunkte geben. Mürrim, du hast immer noch eine Nahkampfwaffe in der Hand, richtig? Dann lauf mal dahin. Abwarten. Alte Option. Und du läufst jetzt dahin und schießt. Keine Pfeile mehr. Ja, wir müssen noch unbedingt dran denken, Pfeile zu kaufen. So, Computerkampf, keine Magie. Und dann bringt der Computer das jetzt zu Ende. Also, unbedingt einen Waffenhändler finden. Einmal unserem ganzen Ramsch loszuwerden. Denn es bringt nichts, dass wir jetzt weiter Kämpfe austragen und den die ganzen Sachen liegen lassen müssen. Also, unseren Ramsch verkaufen und ganz viele Pfeile holen. So, nur noch 2, nur noch einer. Der wird hoffentlich eingekesselt. Sehr schön. Knüppelt ihn nieder. 12 Abenteuerpunkte. Ah, nicht besonders viel. Und wir haben es später am Abend. Na gut. Wache. 1, 2, 3. Kräuter suchen. 4 Tarnelen. Sehr schön. Du kannst mal wieder Gwendolyn heilen. Bitte keine Krankheit. Die Götter seien verflucht. Hätte Jalen das nur nicht versucht. Das Kurieren der Wunde misslingt und Gwendolyn erkrankt an Wundfieber. Also, langsam weiß ich echt nicht mehr. Gwendolyns Kräfte schwinden. Gewaltmarsch. Wir wollen möglichst schnell in die nächste Stadt. Wache aufstellen. Tirik, Gerugon. Gwendolyn isst bitte ein Wirselkraut. Oder auch 2 oder 3. Sie kann nichts mehr tragen, weil sie krank ist und... Okay, Sebel muss weg. Hast du noch Platz? Nee, du bist jetzt schon überladen. Gerugon kann auch nicht mehr. Okay, du Sebel wirst weggeschmissen. Sie kann jetzt 50 Unzen tragen. Ich hoffe mal, dass die Wirselkräuter nicht so schwer sind. Sind sie aber. Achso, sie hat nur noch 8 Körperkraft. Jetzt ist immer noch überladen. Ah. Okay, du musst auch noch weg. Jetzt kann sie 10 Unzen tragen. 10 Unzen müssen übrigens 250 Gramm sein. Also passt das schon. So, 21. 31. Mann, das ist echt ein Kampf. Gegen dieses Wundfieber, das immer wieder auftaucht. Schlafen. Keine Überraschung in der Nacht. Nee, gut. Weiter. Nein, wir wollen unseren Weg fortsetzen. Obwohl, warte mal, wir suchen jetzt die Höhle auf. Und gehen gleich wieder raus. Dann tauchen wir nämlich gleich in Orkanger auf. Sehr schön. Also, Heiler, wo bist du? Da oben. Ach, das ist der Versagerheiler. Hilft nichts. Gwendolyn. Zar sei gedankt. Gwendolyn ist wieder völlig in Ordnung. Ja, das bestätigt mich in der Vermutung, dass Tirik total verbuggt war. Denn da haben wir ja 20, 30 Mal geklickt und nichts ist passiert. Also, wir sind wieder in Orkanger. Keiner ist krank. Zeit zum Speichern. Rondra-Tempel. Hatten wir jetzt hier schon gespendet? Oder war das in einem der Speicherstände, die verloren gegangen sind? Spenden wir aber nochmal. Wir haben zwar nicht viel, aber den Göttern sollte man immer gnädig gestimmt sein. Oder andersrum. Speichern, 38 und fertig. Wir sehen uns gleich wieder.